Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilum-Büren-Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke. Hallo liebe Zuschauer, Ihnen allen ein herzliches Willkommen zum Hederauenfest 2017. Das Hederauenfest hat in Salzkotten ja längst Tradition. Doch in diesem Jahr bekommt das Fest einen neuen Anstrich. Nach wie vor gibt es entlang der Heder eine elegante Flaniermeile. Doch das Zentrum des Geschehens ist hier am Wahrzeichen Salzkottens, der Saline. Neu ist in diesem Jahr auch ein Street Food Festival. Und was es damit ganz genau auf sich hat, das weiß mein Kollege Ernst Köchling. Ernst? Ja genau, Tobias, hier bei Street Food Festival, erstmalig beim Hederauenfest, liegen diese Gerüche natürlich verführerisch in der Nase. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist nichts für Leute, die Kalorien sparen wollen. Es gibt hier Street Food aus aller Welt. Wir gehen einfach mal runter und schauen uns das an. Und hier im Lifestyle-Wirtshaus treffen wir auch den Bürgermeister der Stadt Salzkotten, Uli Berger. Herr Berger, was haben Sie denn da Leckeres in Ihrem Schälchen? Ja, ist eine leckere Pfanne mit Nudeln und Hühnchenfleisch. Mit Liebe zugerichtet und schmeckt wunderbar wie alles hier auf dem Streetfood Festival beim Hederauenfest. Wie sind denn so Ihre ersten Eindrücke? Wir hatten gestern, glaube ich, eine sehr erfolgreiche Eröffnung am Freitagabend. Das Wetter hat uns natürlich in die Karten gespielt. Aber alles das, was das Team von Salzkotten Marketing auf ehrenamtlicher und hauptamtlicher Seite neu und bewährt ins Leben gerufen hat, ist, glaube ich, aufgegangen. Ich habe das Hederauenfest an einem Freitagabend in den letzten Jahren noch nicht so voll erlebt. Jetzt sind wir beim japanischen Streetfood angelangt. Was wird denn so auf japanischen Straßen mal so angeboten? Auf den japanischen Straßen wird zum Beispiel die Curry Pan angeboten. Das ist eine Teigtasche gefüllt mit Currysoße mit Kartoffeln und Möhren, ganz frisch gemacht. Das ist so typisch. Ja, genau. Für unsere westfälischen Mägen ist das doch auch erstmal gewöhnungsbedürftig. Schmeckt es Ihnen denn? Sehr gut, sehr lecker. Also ein bisschen scharf, aber das haben wir so gewollt. Und Ihr Mann langt auch kräftig zu? Ich meine, ist mal was anderes wie eine Currywurst und Pommes und weiter. Ist mal eine Vielfalt hier, die hier ist. Wunderbar, das muss ich sagen, gut organisiert. Sehr schön, muss ich sagen, gut gemacht hier. Was isst man denn auf philippinischen Straßen so? Was isst man da? Da isst man philippinische Barbecues, nennt sich das. Wir nennen das einfach nur Barbecue. Das sind Schweinespieße, die werden mariniert und dann irgendwann, wenn die dann nach einer gewissen Zeit fertig sind mit der Marinade, und dann werden sie dann auf den Grill gelegt und dann nochmal mit dem Finishing-Soße nochmal gepinselt und dann irgendwann dann serviert. Und hier treffen wir auch Sebastian Schnitz, der Organisator dieses Street Food Festivals. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, so etwas zu managen? Da haben wir letztes Jahr mit angefangen. Das wurde super gut angenommen und jetzt haben wir das halt angefangen auszuweiten, halt für ja, den Umkreis Paderborn. Und ja, das haben wir jetzt in der Stadt Salzkotten jetzt auch gemacht und wir sind auf jeden Fall hier sehr zufrieden. Also bisher ja, super Feedback und ja, wie man sieht, sind ja auch einige Leute hier. Ja, und hier gibt es dann die vegetarischen Spezialitäten. Sie haben sich gerade den vegetarischen Burger geholt. Und wenn man sich den mal ansieht, muss man sagen, sieht ja lecker aus. Und ich denke, er schmeckt auch gut. Beißt du ruhig mal rein. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ein Weg. Vorzüglich. Richtig gut. Richtig gut. Das ist schön. Ja, hier entlang des Street Food Festivals gibt es wirklich leckere Dinge. Man kann sich hier Appetit holen. Appetit holen kann man sich aber auch längs der Flaniermeile an den Hederauen. Und da rufe ich jetzt Tobias, wie sieht es da aus bei dir? Einfach mal durchatmen, ein kleines Bierchen hier genießen an den Hederauen. Das kommt heute an beim Hederauenfest zum ersten Mal Richtung Saline. Wie gefällt Ihnen das denn, dass das Hederauenfest jetzt ein bisschen Richtung Saline gerutscht ist? Ich finde das prima. Wieso? Wir waren das letzte Jahr hier und sind dann da hinten gewesen und sind heute wieder dahin gekommen und haben gedacht, wo ist denn dieses ganze Fest? Schön, man hat uns gesagt, gehen Sie doch bitte zu dieser Saline und das ist total schön hier. Ich finde, das hat Salzkotten prima gemacht.
Ja, es hat Salzkotten prima gemacht. Eine Top-Atmosphäre hier heute Abend beim Hedaauenfest. Und eine Top-Atmosphäre erwarte ich auch an dem Platz, an dem du dich gerade aufhältst, Ernst, nämlich an der Ölmühle. Und dahin schalten wir doch jetzt. Ernst, bitte übernimm. Ja, ganz genau, Tobias, hier in dieser heimlichen Atmosphäre, umgeben von Fachwerkhäusern. Da kann man es sich so richtig gemütlich machen. Es ist hier wunderschön und die Tische, sie sind ja auch gut besetzt und diese heimliche Atmosphäre, die genießen Sie mittlerweile auch. Wie gefällt es Ihnen hier? Sehr gut. Vor allen Dingen das Kölsch schmeckt gut. Von dem Lions Club wird dieses Kölsch an diesem Hedaauenfest angeboten und also wir trinken heute für einen guten Zweck. Wohl bekommst. Es ist gar nicht so einfach, sich hier aus dieser Atmosphäre loszusagen. Nun, Tobias, du hattest ja so ein bisschen davon geträumt, in den Heißluftballon zu steigen und um dort diesen Ausblick auf Salzkotten zu genießen. Hat es denn bei dir geklappt? Ja, Ernst, es hat tatsächlich geklappt. Ich bin jetzt hier im Heißluftballon der GOP um Werde hochgezogen über die Dächer Salzkottens. Und Niklas von der GOP ist neben mir. Niklas, wie hoch gehen wir denn jetzt? Ja, der Kran hat die Möglichkeit, bis zu 40 Meter den Ballon steigen zu lassen. Und ja, jetzt werden wir das Maximum auskosten und bis nach 40 Meter über die Dächer von Salzkotten gehen und mal schauen, was wir uns hier so angucken können. Ja, Ballonfahrer Martin Mader kutschiert uns hier ganz entspannt über die Dächer Salzkottens. Ganz entspannt ist es nicht, es wackelt ziemlich, aber wenn man richtig Heißluftballon fährt, dann ist das nicht so, ne? Richtig, ne? Im normalen Heißluftballon ist es halt so, dass man mit dem Wind fährt und also im Korb eigentlich keinen Wind hat. Und dadurch ist es natürlich, dass wir hier jetzt im Moment an so einem Seil hängen. Der Wind versucht uns natürlich immer irgendwie zu drehen, irgendwie zu bewegen und das spürt ihr gerade. Ja, das spüren wir und ich würde sagen, mit diesem Gefühl geht es dann jetzt auch wieder bergab. Nun, Tobias Kleinschulte, er ist wohlbehalten von seiner Luftfahrt wieder zurück. Und hier neigt sich so allmählich der Hedaauen-Samstag dem Ende entgegen. Am morgigen Samstag geht es hier mit vielen Attraktionen weiter, von denen wir natürlich auch berichten werden. Doch zunächst hier noch einmal ein Rückblick auf die beliebte Heda-Olympiade, die hier am Spätnachmittag stattfand. Die Heda-Olympiade immer zum Hedaauenfest. Das ist und bleibt eine Extremsportart mit Alleinvertretungsanspruch. Hier wurde einmal mehr großer Sport geboten, der die zahlreichen Zuschauer immer wieder zum Beifall herausforderte. Die Akteure des heutigen Tages, das waren die 1., 2., 3. und 4. Kompanie der St. Johannes Schützenbruderschaft, ein Team der Volksbank Briel und Büren Salzkotten und last but not least die Selzer Tanzgarde. Hier sollte man sich mit mehreren Disziplinen auskennen. Wir blenden uns in die Disziplin Schubkarrenrennen ein. Nicht einfach losrennen, nein, hier wurde Hederwasser transportiert, sorgfältig transportiert, denn am Ende musste ein Wertungsbehälter befüllt werden. Wer dann die größte Wassermenge transportiert hatte, der wurde mit Punkten belohnt. Dann die Königsdisziplin, das Stapel von Getränkekisten. Eine Sportart, die höchste Anforderungen an Teamfähigkeit, Kraft und Geschicklichkeit stellt. Am Ende ging hier in diesem Wettbewerb die 4. Schützenkompanie als Sieger vom Feld vor der Selzer Tanzgarde, die sich hier mit einem zweiten Platz beachtlich aus der Affäre zog. Zufriedene Gesichter gestern Abend bei der Hedaauen-Olympiade und zufriedene Gesichter auch schon wieder am Sonntagmorgen. Hier ist schon wieder einiges los in Salzkotten beim Hedaauenfest. Zum Beispiel entlang der Hedaauen, da haben sich die ganz kleinen Händler getroffen zu ihrem Kinderflohmarkt. Und wie es aussah, schienen die Geschäfte auch wirklich ganz gut zu laufen. Dann ein paar Schritte weiter auf dem Marktplatz glänzten dann auch die Oldtimer. Hier hatten sich die Teilnehmer der 3. Selzer Classics in Startposition gebracht. Das, was es hier zu sehen war, das ließ dann auch wirklich das Herz der Autofreunde höher schlagen. Die bestens gepflegten Schätze des frühen Autojahrhunderts zogen einmal mehr die Blicke auf sich. Ja, und wer Lust hatte, am frühen Morgen so in aller Gemütlichkeit zu brunchen, der war hier richtig beim Fair Trade Brunch in den Hedaauen in der Nähe des Wasserrades. Und ich sehe schon, der erste Teller ist leer. Was gab's denn schon?
was es schon gab. Oh, ich weiß gar nicht, was ich schon alle gegessen habe. Auf jeden Fall, das ist der letzte Teller, den ich geholt habe, mit einem Röllchen mit Champignons gefüllt und Salat mit Datteln und Reis und so ein Dip dabei. Schmeckt wunderbar. Man könnte den ganzen Tag dranbleiben. Ja, ganzen Tag dranbleiben könnte man auch beim Hedaunfest. Also Sie sehen, es gibt hier regionale Produkte und Fairtrade-Produkte. Und Frau Dr. Teigler kann uns dazu noch mehr sagen. Frau Dr. Teigler, Fairtrade Brunch, das klingt ja ganz besonders. Und ich sehe mich hier um, es gibt ganz viele köstliche Sachen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diesen Fairtrade Brunch hier zum Hedaunfest anzubieten? Wir wollen den Leuten zeigen einfach, dass man mit regionalen und vor allen Dingen mit fair gehandelten Produkten köstliche Speisen zubereiten kann. Und das zeigt man am besten, indem man sie probieren lässt. Ernst, du siehst hier, beim Fairtrade Brunch ist eine Menge los und ich kann mir vorstellen, dass bei dir auf dem Bistritzer Platz auch so einiges abgeht. Ja, Tobias, hier auf dem Bistritzer Platz ist eine wahre Kinder- und Familienoase entstanden. Karussell, Hüpfburg, Kinderschminken, das alles präsentieren die Action Baskets, die Firma Moldeck und die Selzer Tanzgarde. Und hier treffen wir auch Ann-Christine von der Selzer Tanzgarde. Ann-Christine, worauf kommt es euch denn heute an, dass ihr hier vielleicht schon mal ein paar Talente für die Zukunft entdeckt? Ja, das auch natürlich, aber in erster Linie wollen wir halt auch den Kleinsten hier auf dem Hedaunfest etwas bieten und ja, dafür haben wir halt die Kinder- und Familienoase hier aufgebaut und ja, die Kinder können sich hier schminken lassen, die können hier eine Runde hüpfen und wir haben eine Schaumkussschleuder. Eine tolle Sache hier, die Kinder- und Familienoase, die hier beim Hedaunfest erstmals präsentiert wird. Erstmals wird in den Hedaun aber auch ein Programmpunkt gezeigt, der sich Virtual Reality nennt. Was es damit auf sich hat, das könnte mal Tobias Kleinschulte in Erfahrung bringen. Ernst, hier kann man in die Spielewelt eintauchen, dank Virtual Reality. Und was das genau ist, das kann uns Markus erklären. Ja, also Virtual Reality ist, man befindet sich quasi in einem virtuellen Raum. Wie man hier auf dem Fernseher sehen kann, ist man in einem Raum, in dem man die Brille auf hat und mit den Controllern hat man sozusagen die Hände und kann sich dann darin bewegen und interagieren. Also ein Computerspiel hautnah erleben. Ja, und von der Spielewelt geht es weiter in die Modewelt und da bist du zu finden, Ernst. Ja, Tobias, nun sind Modenschauen nicht unbedingt das, was einen Mann an einem Sonntagnachmittag aus dem Hause lockt. Aber diese Modenschau hier im Rahmen des Hedaunfestes 2017 ist es doch wert, dass man sich einmal etwas näher anschaut. Ja, große Kulisse hier vor der Heder Bühne, als Melody Avenbeck, Inhaberin der Boutique Minskat in Salzgitter, die Mode ihres Labels vorstellte. Charakteristisch die skandinavische Prägung. Kombinieren trägt einen Strickrock und trägt das ein bisschen kombiniert mit einer coolen Jeansjacke, ein schönes, einfaches Shirt mit einem Print drauf und diesem pinken Schal dazu, um einfach nochmal ein bisschen den Sommer oder das schöne Wetter ein bisschen weiter in den Herbst mit reinzubringen. Immer schick angezogen, auch mit dem Regenmantel muss man heute nicht mehr nur im Feld rumlaufen, sondern man kann damit auch mal schnell eben durch die City flitzen. Die Nicole hat ein kleines Sweatshirt-Kleid an, was aber durch den Bubi-Kragen gleich ein bisschen feiner wirkt. Ich finde es total süß. Mit den silbernen Sandaletten hat sie es halt in dieser feinen Form mal präsentiert. Aber dazu auch wieder Sneaker, ist ein total schönes Outfit. Einfach Jeansjacke drüber und auch jetzt schon abends angezogen. Perfekt gestylt. Ja, also hier greifen wir die Volants nochmal auf, die immer zwischendurch dabei sind. In Spitze, Spitze ist durchgehend ja immer irgendwie im Gespräch gewesen und jetzt mit Volant kombiniert. Dieses Teil finde ich besonders süß. Sie können einfach das Schild hinten rausschneiden, weil wenn Casey sich umdreht, das ist geknöpft. Man kann es auch als kleines Jäckchen tragen, was ich halt auch echt süß finde. So keep on immer noch gut an, man ist toll angezogen. Das ist wie das kleine Schwarze, nur halt mit dem Rosenbein dran, was ich ganz gut finde. Sie trägt es jetzt wieder mit ihren silbernen Sandaletten und wir haben den ganzen Jumpsuit noch einen kleinen Pfiff gegeben, indem man ein Bustier mit Spitze drunter trägt. Das ist nicht einmal um. Das hat hinten auch einen offenen Ausschnitt. So sieht man nicht ganz so nackig aus. Und ich finde, das gibt den Jumpsuit.
Nachdem die Attraktivität dieses schönen Festes in der Vergangenheit etwas gelitten zu haben schien, hat sich in diesem Jahr das Hedeauenfest unter der Federführung von Salzgott Marketing in Hochform gezeigt. Das neue Konzept, es sorgte für Besucherzahlen, wie man sie hier wohl selten erlebt hat. Und das Wetter, es spielte auch mit. Für ein Open-Air-Fest ist das nun auch nicht ganz so unwichtig. Tobias, wie hat dir denn dieses Fest gefallen? Ja, super. Und vor allen Dingen drei Dinge sind mir in besonderer Erinnerung. Zum einen natürlich die erste Ausgabe des Street Food Festivals, ein voller Erfolg. Dann die Gemütlichkeit an der Ölmühle und natürlich unsere Fahrt mit dem Heißluftballon. Ja, das wird man so leicht nicht vergessen. Das Hedeauenfest auf der Erfolgsspur. Nun, liebe Zuschauer, das war's für dieses Jahr vom Hedeauenfest 2017. Freuen sich schon mal auf das nächste Jahr und vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, dem Einrichtungshaus Niggemeier und Innogy.